Damals, als Kinder noch durch die Körper ihrer Mütter zur Welt kamen, wurde ich in eine achtköpfige Neidesgemeinschaft geboren. Was waren das für sorglose Kindertage? Vater, mein großes Vorbild, füllte die Konzerthallen dieser Welt mit seinem Talent. Doch meine stahlkunstschaffende Mutter wollte nicht länger in seinem Schatten stehen. Sie schmiedete ihm ein paar Stahlschuhe, in denen er von da an tanzen musste. Für immer! Nach dem Ruin meines Vaters zerbrach die Familie. Meine neuen Eltern sprachen in sehr hohen Frequenzen, die mir nicht ganz geheuer waren, und auch ich war für sie wohl eher ein fremdsprachiger Körper. Dann wurde ich flügge und die Pubertät war nicht einfach. Da ich schon immer etwas mit Medien machen wollte, begann ich mein Berufsleben mit einem Praktikum als Zirkusgast. Durch gezieltes Mobbing wurde ich prompt vom Gast zum Direktor befördert. Das kreative Umfeld und die besondere Zirkusdiät eröffneten meinem Geist völlig neue Dimensionen. Und ich wurde, ja, was wurde ich eigentlich? Älter. Als ich erwachte, war ich 50. Elegante, junge 50. Wie jeden dritten Montag postierten meine Gang und ich uns vor Paris, um Touristen in die Stadt zu winken. Doch diesmal ging die Aktion schief. Nach einer langen und entbehrungsreichen Zeit im Untergrund tauchte ich wieder auf. Die Anonymität des Versteckspiels war nichts für meinen Charakter, der nach Rampenlicht schrie. Danke, Vater! Ich war wieder da, ich war wieder wer. Nach langer Irrfahrt fand ich auf einer einsamen Insel einen erlesenen Zirkel tatendurstiger Handelsreisender, deren Anführer ich wurde. Nach Jahren des erfolgreichen Business trennten wir uns aufgrund von, nennen wir es, intellektuellen Differenzen, allerdings nicht ohne ihre Schatzkarte. Die Idioten konnten sowieso nicht lesen. Besonders groß war die Beute nicht. Ich konnte mir nur ein kleines Häuschen an der letzten Ecke von Schottland leisten. Und da sitze ich nun Jahr ein, Jahr aus in schmuckem Zwirn am prasselnden Feuer meiner Behausung und wärme mir mein kaltes Herz an den züngelnden Flammen. Doch nicht allein, ja, komm mein Kleiner, komm an mein eisiges Herz. Und ich erzähl dir von meiner Reise zum Jupiter. Damals.